Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist der gute Hirt. Im heutigen Evangelium hören wir, wie auch wir gute Hirten in Jesus werden können. Das Erste, was Jesus sagt, der gute Hirt, ja, der ist kein Tagelöhner. Der gute Hirt, der gibt sein Leben für die Schafe, das heißt, er macht seinen Beruf nicht als Job, um Geld zu verdienen, und mehr interessiert ihn sein Beruf nicht. Nein, der gute Hirt macht seinen Beruf als Berufung. Er lebt in seinem Beruf, er gibt alles in seine Berufung. Und wie freuen wir uns, wenn wir auf einen Arzt, einen Priester, einen Arbeiter treffen, der wirklich von ganzem Herzen seine Arbeit tut, wo wir merken, wo wir wirklich als Menschen auch wichtig sind und nicht als Nummer abgehackt werden. Erster ganz wichtige Punkt, wir sollen keine Tagelöhner sein, sondern aus Berufung unseren Dienst an unseren Nächsten ausüben. Denn der Zweite, ich bin der gute Hirt, sagt Jesus, ich kenne die Meinen kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe, mit anderen Worten, um mich hinzugeben im Dienst an den anderen, nicht nur als Job, sondern aus Berufung, muss ich zuerst aus der Liebe des Vaters schöpfen. Ich kenne den Vater, so wie der Vater mich kennt, ich liebe den Vater, so wie der Vater mich liebt, und ich gebe mein Leben hin für meine Schafe, als wir dürfen immer wieder in die Stille gehen, die Beziehung zu unserem himmlischen Vater pflegen, uns lieben lassen. Immer wieder spüren, dass wir geliebt sind, so wie wir sind, dass Gott uns bei unserem Namen ruft, so wie wir sind, jeden Einzelnen von uns. Jeder ist einzigartig, jeder ein einzigartiger Gedanke der Liebe Gottes, wie Papst Benedikt XVI. Einmal so schön ausgedrückt hat. Und in dieser Einzigartigkeit sind wir seit Ewigkeit geliebt. Und aus dieser Liebe heraus erst können wir lieben, können wir unser Leben hingeben. Dritter Punkt heute, nicht nur die Schafe aus unserem Stall, sondern auch andere hat Jesus zu führen. Es gilt auch für uns dann als gute Hirten. Sicher haben wir unsere Familie, unsere Mitbrüder, unseren kleinen Kreis. Aber Gott führt auch immer wieder andere Menschen herbei, den wir auch dienen dürfen. Und auch der letzte Punkt, jetzt dann der schwerste Punkt, die Verfolgung. Wir sehen aber, dass Jesus nicht sofort sagt, jetzt ist meine Stunde gekommen, sonst hätte er schon als kleines Baby sich von Herodes töten lassen können. Nein, damals Josef hat den Auftrag bekommen, nach Ägypten zu fliehen. Dann weiter sehen wir in Nazareth, wieder wollten sie Jesus töten. Nein, seine Stunde war noch nicht gekommen. Er ging durch die Menge, ging weg. Dann im Tempel in Jerusalem, wie oft haben die Juden die Steine aufgehoben, um ihn zu töten? Nein, er entzog sich ihren Blicken, heißt es. Und auch für uns sagt Jesus, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, geht in eine andere Stadt. Und er verspricht uns, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Mit anderen Worten, ihr werdet immer einen Zufluchtsort finden. Und das betone ich jetzt ganz besonders für all diese Menschen, die Ängste haben vor den Verschwörungstheorien. Keine Angst haben. Wir werden immer einen Zufluchtsort haben. Jesus wird immer für uns sorgen. Schauen wir auf Jesus, vertrauen wir auf ihn, unseren guten Hirt. Er wird uns nicht verlassen. Er wird uns immer einen Ausweg zeigen, wenn wir bei ihm sind. Er ist der gute Hirt. Und bitte geben wir heute mal all diese Ängste Jesus ab, die uns quälen, die uns krank machen, die wirklich vom Bösen sind. Schau mal auf Jesus. Er ist da. Er liebt uns. Er verlässt uns nie.